Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf jeden Fall heute, ich habe mir in den letzten Tagen einfach so eine dumme Idee eigentlich schon wieder in den Kopf gesetzt, dass ich jetzt irgendwann doch mal irgendwie Bock hätte auf ein paar Wheelies. Das heißt, ich werde jetzt aktiv anfangen, Wheelies zu üben mit der MT-07. Warum MT-07? Ist es halt einfach das Bike, wo ich denke, dass es einfach am sinnvollsten ist, dass ich es mit ihr lerne. Denn meine Super Duke ist mir so schade drum und meine Fireblade erst recht. Und ja, und nebenbei ist es auch das einzige Bike, das was Vollkasko versichert ist. Ja Leute, deswegen, ich bin gerade auf dem Weg zu einem kleinen Wheelie-Spot, wo ich hoffentlich so meine Ruhe habe. Und kleiner Teaser am Rande, ich bin eine richtige Memme, was Wheelies angeht. Denn ich hatte mit meiner 125er, für die Leute, die es wissen, ja auch schon mal einen Wheelie-Fail. Das heißt, ich bin da so oder so extrem vorsichtig und extrem schisserhaft, was Wheelies angeht. Aber ja, wir probieren es heute einfach mal, ob das was wird. Und ich hoffe mal, ich bekomme die Karre vorne überhaupt ein bisschen hoch. Also solange ein bisschen das Vorderrad abhebt, bin ich schon zufrieden. Aber wie gesagt, wir springen jetzt einfach mal direkt zum Wheelie-Spot. Was kannst du eigentlich? Nix kannst du. Zumindest kriege ich es jetzt immer mal hoch, wenn ich will. Das ist ja schon mal Anfang, oder? Das ist ja schon mal Anfang. Ja, der war jetzt, glaube ich, für mein Können ist nicht mehr ganz so schlecht. Ja. Du bist schnell geworden, Digga. Digga, aua. Das war mir ja. Einmal mache ich Stoppi, oder habe ich mir direkt
auf jeden Fall geil, Digga. Alter, fuck mir doch jetzt meine Eier richtig weh von dem scheiß Stoppikrad, Alter. Ah, ist Leergang gedreht. Ah, ah. Aua. Hui. Ich glaube, ich lasse es lieber, bevor sie dir noch aufregen, oder? Ah. Naja, was kannst du eigentlich, du Lappen? Das war bis jetzt der Beste. Das war bis jetzt der Beste, Leute. So, ich glaube, ich will los jetzt. Ein Noob lernt Willis. Part 1. Digga! Ja, Leute, was meint ihr? Für das erste Mal ein bisschen Wheelies probieren mit dem T07, glaube ich. Schaut das ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich musste mich leider jetzt verpissen, denn ihr habt es ja gesehen. Da waren dann zwei Leute mit dem Kinderwagen und dann am Ende habe ich noch ein bisschen gewartet, bis die weg waren. Und ja, dann ist einfach die Kipperei dagegen gekommen und dann habe ich mal gesagt, okay, komm, ich lasse das jetzt lieber. Ich habe keinen Bock auf Kipperei, oder? Und ja, deswegen werde ich das ein anderes Mal weitermachen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt, glaube ich, wie lange geübt? 6-7 Minuten. Und für 6-7 Minuten habe ich, finde ich, für mich schon einen riesigen Fortschritt gemacht. Denn ich weiß nicht, ob ich den eingeblendet habe. Auf jeden Fall der letzte Wheelie, ich nenne ihn mal einfach mal Hüpfer, war auf jeden Fall, glaube ich, das Höchste, was ich je wirklich beabsichtigt gemacht habe, bis auf meinen Wheelie-Fail damals. ja, Leute. Und ich bin mal gespannt, ob das bei mir noch was wird. Und jetzt seid nämlich auch ihr gefragt, wollt ihr, dass ich das auf YouTube weiterhin mache, die Videos zum Wheelie-Fortschritt, ja oder nein? Denn wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lerne ich das einfach für mich privat. Nur halt, wenn ihr drauf Bock habt, dann kann ich ja da immer euch ein bisschen mitnehmen an die Tage, wo ich ein bisschen Wheelies üben gehe. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, dass ich irgendwie jeden zweiten Tag mindestens mal so 20 bis 30 Minuten mal mich an den Spot chill und einfach mal ein bisschen probiere. Genau. Denn wie gesagt, ich bin da der größte Noob und auch der größte Schiss und ich hoffe mal, das wird was. Denn wäre schon so ein kleiner Traum, wenn ich irgendwann mal die Super Duke auf der Landstraße so einen kleinen Power-Wheelie rausknüppeln kann. Sagt man das so? Ja. Das würde ich schon feiern. Deswegen, Leute, kleines, aber spannendes, langweiliges, idiotisches Video. Auf jeden Fall habt ihr in dem Video mal gesehen, was ich für eine Memme bin. Und ich hoffe mal, ihr schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns dann eventuell im nächsten Wheelie-Part oder sonst einfach im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute!